Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und wir sind ja gerade in Niigata und im Hintergrund ist das, was hier schon seit x Jahrzehnten gibt, die Niigata Koi Auction. Das ist eine Züchterversteigerung, da sind auch nur Züchter und Wiederverkäufer zugelassen, also nicht von Privat an Privat oder von Züchter an Händler an Privat oder von Händler an Privat, sondern es ist eine reine Profi-Auktion von Züchter an Händler. Und früher müssen Sie sich vorstellen, das war ja der absolute Wahnsinn. Sie sehen diese blaue Schwimmkisten, ich zeige es Ihnen gleich im Detail. Und früher sind die ganzen Koi hier aus der ganzen Gegend, bevor es die ganzen Bakterien- und Virenprobleme gab, sind die ganzen Koi hier in den Schwimmkisten gewesen, ohne irgendwelchen Plastikschutz oder sonst irgendwas. Mittlerweile, klar, KHV und die ganzen Bakterienkrankheiten sind ja noch viel verbreiteter als KHV selber, sind die Fische jetzt alle in Tüten und da ist geschrieben, wem gehören die? Und da hinten in dem Häuschen sitzen dann die Ersteigerer und die bieten dann auf die Fische und danach können sie gleich mitnehmen. Ist natürlich auch trotz mit den Tüten eine riesen Geschichte, was die Quarantäne oder vielmehr die Hygiene angeht, dass man da kann man mit einer Tüte natürlich auch jeden Keim verschleppen, das ist klar, aber da sind die mittlerweile, denke ich zumindest, so fix und so clever, dass da nichts mehr passiert. Und der große Nachteil ist natürlich, dass man in den Tüten selber die Fische gar nicht mehr so gut sieht. Man muss natürlich durch die Tüte durchschauen. Und hier sehen Sie jetzt, also das sind nicht wenige Koi. Die haben da hunderte von diesen Schwimmkisten. Jetzt schauen Sie mal hier, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da nachher runter darf, um da zu filmen. Da sind jetzt kleine Kohaku, da hinten ist ein Sanke. Ich latsche jetzt einfach mal da runter. Mark, ist es okay? Ah, konnichiwa. Hi, ist mir san. Ich glaube, der heißt Man und nicht Isomir. So, ich laufe jetzt da einfach mal runter. Also hier innen. Also früher haben hier auch viele deutsche Züchterhändler gekauft. Das weiß ich und die Auktion gilt auch gemeinhin als nicht teuer. Also das, was man hier ersteigern kann, ist wahrscheinlich auch nicht die allerbeste Qualität. Aber sie ist, das ist jetzt die After-Sale-Service, sind nicht die allerteuersten Fische, aber die sind dafür, wie gesagt, sehr, sehr günstig. Das sind kleine Ranju, Goldfische. Ach, das sind sehr viele Goldfische. Hier hinten sind wieder Koi. Koi. Heute ist Kohaku-Tag. Hier, Yamabuki. Aber das hat Marc auch erzählt, das Problem ist gerade wirklich, dass man durch die Tüten gar nicht mehr so viel mit der Qualität sieht, von der Qualität sieht. Da steht ja immer die Nummer drauf, 80 Stück, 25 Stück und so weiter. Hier sind größere. Schöne Goschki. Und so weiter. Also das ist schon eine Menge Fisch, die hier feilgeboten wird. So, mal hier ein paar. Ja, jetzt haben wir das auch mal gesehen, wie eine Koi-Auktion in Japan, eine Live-Auktion stattfindet.
Da werden jetzt die Tüten nochmal umgedreht, dass das Beschlagene oben weg ist. Also ich möchte auch mal so schnell reden. Können Sie sagen immer, ich kann schnell reden, aber das ist ja der Wahnsinn hier. Den Sprecher wechseln. Also diese fünf dicken Goldfisch wurden jetzt für 120 Euro versteigert. Ja.
Und wenn jetzt noch einer von euch jemals behauptet, ich würde viel und schnell reden, dann sperre ich ihn einen Tag da ein, der wird mir schwindelig. So, hier sehen Sie also, das ist der Anlegehafen. Wenn die dann rausgekommen sind, dann sind sie hier. Dann nehmen wir Buki, mangelt es hier nicht. So, auch interessant. Jetzt haben wir das gesehen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Züchter. Und hoffen, Sie hatten auch mit diesem Block Spaß. Marc wartet schon. Und bis zum nächsten Block.